Die Sonne sagt, das war's dann, der Sommer sagt ciao. In die Garage mit dem Fahrrad, hol die Schaukel vom Baum. Ich hab dieses Lied voll gern. Und was mir vor allem wichtig ist, ist, ist diese Zusammenarbeit mit all den Leuten, die, also die dran beteiligt sind. Also Alex, der da soundmäßig das so zum Klingen gebracht hat. Mein Freund David, der das Ding gemixt und gemastert hat. Alex hat halt auch den Gesang aufgenommen. Chuck hat mir unglaublich viel geholfen. Und das ist halt eine Teamarbeit und das ist auch total okay. Also das, da bin ich auch richtig stolz drauf. Also da bin ich und sehr, sehr dankbar, weil ich habe ja lange immer versucht, alles alleine zu machen. Und das sind völlig dämlich. Himmel wartet Schnee mit dem Blick auf die Hügel. Sollen die Blätter doch anfangen zu fallen, meine Seele kriegt Flügel. Musik bedeutet für mich Leben, ehrlich. Also ich habe ja die Möglichkeit damit, eine Momentaufnahme von einem gewissen Abschnitt meines Lebens, in dem ich mich, also wo ich gerade stehe oder gestanden habe, auszudrücken. Und weil es auch einfach Spaß macht, Musik zu machen, auszuprobieren, Sounds. Heutzutage gibt es so viele geile Möglichkeiten. Und ich entdecke mich dabei gerade auch nochmal selber. Also soundtechnisch bin ich ja eher oldschool. Ich habe in so vielen Sinfonieorchestern gespielt und das war auch, ja, auch ein Riesen. Also das war ja mal mein Wunsch, Solo-Pauker zu werden. Mit der Verpflichtung zum Schlagzeug. Also ab und zu mal ein bisschen kleine Trommel, mal so das, aber im Prinzip schon hinten auf dem Thron die Pauken vor mir. Und dann 9. Beethoven, 2. Satz, bam, badam, bum, badum. Ja, aber da ist mir dann auch relativ schnell klar geworden, dass das so eine strukturierte Apparatur ist, die ich nicht gerne lebe. Also morgen dann und dann Probe, dann und dann hinfahren. Ich will irgendwie ich will selber entscheiden, wann ich was mache. Wiesen nass vom Tau, die Felder liegen brach. Es ist seltsam, wird es wieder kälter, denkt man wieder nach. Warum Musik? Weil das für mich eine Kunstform ist, wo ich so mein Zeug ausdrücken kann, was mich so beschäftigt. Aber schön, dass man von vorn beginnen kann, doch sich an die, die man verloren hat, erinnert. Im Kopf die Gedanken, die Wand voller Bilder, der Dampfer gesunken, doch verankert für immer. Doch egal, wie die Menschen und Dinge sich ändern. Meine Mutter hat mich zur Musikschule geschleppt und wollte, dass ich Saxophonunterricht nehme. Und dann habe ich protestierend, aufschreiend, revoltierend, glaube ich, gesagt, dann können wir hier gleich wieder abdampfen. Und so. Und ich wollte halt Schlagzeug spielen lernen. Also ich wollte Schlagzeug spielen. Ist nicht schlimm, ist nur Wetter und bringt hier das Schiff nicht zum Kentern. Ich habe ja schon immer Musik gemacht. Also ich habe nie aufgehört, Musik zu machen. Und für mich war von Anfang an klar, ich wollte ja auch Schauspieler werden, um Kohle zu verdienen, damit ich Musik machen kann. Doch immer die Menschen und Dinge sich ändern. Ist nur Winter, nur Wetter und nicht hier für immer November. Also die Magie, die da wirklich da ist, glaube ich, die kommt daher, dass Chuck und ich uns gefunden haben. Und so nehmen, wie wir sind. Jeder den anderen so, wie er ist. Ich feiere den Typen. Das ist ein unfassbar toller Künstler. Wir quatschen über alles. Wir reden über Literatur, über Musik oder wir sagen eben gar nichts. Und wenn da mal einer keine Zeit hat oder sich nicht meldet, dann ist da kein Beef oder so. Da gibt es auch nicht, ja, du hast ja das hier und jetzt musst du mal für mich das machen. Das zahnt einfach und das zahnt eben wirklich und das zahnt auf einer völlig loyalen, coolen Ebene. Und er macht sein Ding, ich mach mein Ding, wir machen auch Sachen zusammen
Und das ist so mal die Magie, die da drin steckt, wenn man das, also wenn ich das so aufnehmen würde dafür. Und ich, wie Bärenbrüder, nicht zu verlieren, der Weg ist nah, weil wir so sind, wie Bärenbrüder, ist unser Ziel am Ende klar. Ich habe schon letztes Jahr, also 2018, bewusst nochmal eine Entscheidung für mich getroffen, im Frühjahr, April, Mai, als ich hier in die Hansa-Studios gegangen bin, also richtig hierher gegangen bin, um hier damit anzufangen, Musik zu produzieren für mich und zu schreiben, dass jetzt was passieren muss und dass ich dafür eben auch meine Liebe synchron reduzieren muss. Ade, lieber Sommer, hallo, ewiger Sonntag. Ich gehe im Regen spazieren, die Ideen auf Ballonfahrt. Und jetzt habe ich auch die Gelassenheit, dass ich mit der Musik das ausdrücke, was ich ausdrücke, in einer künstlerischen Form. So, und weil es halt Spaß macht, also weil es Spaß macht. Ich fange in jedem Hausflur, wo so ein geiler Hall drin ist, fange ich an, irgendwas zu singen oder auch zu pfeifen. Also, das klingt jetzt auch ziemlich oft völlig bescheuert. Aber ich töne halt gern mit meiner Stimme rum. Und ich nerv damit auch extrem viele, das weiß ich. Aber das macht mich halt glücklich. Egal, schwarze Welt, meine Farben sind grell. Denn ich male mit Gesang als Signal an mich selbst. Also ich wollte ja auch Popmusik immer machen. Und das ist jetzt mal so die Richtung, die mich gerade zeigt, die mich interessiert, was mir Bock macht. Da fühle ich mich auch wohl. Da fühle ich mich zu Hause im Singen und so. Und das deswegen. Und das ist eine Momentaufnahme von den letzten 3 Jahren. Was mir so passiert ist, was so kanalisiert das rausbringt, was ich gerade musikalisch in einer Kunstform erzählen möchte. Und dann sing ich für dich, bring den Atem zum Wehen, weil der Wind auf der Straße dich sicher nicht fragt, wie es dir geht. Ich bin schon sehr gefühlt, also in der Gefühlswelt auch drin. Und ich mag den Herbst nicht, noch nie. Schon, das ist für mich... Wenn die Sonne scheint so, das ist okay. Und dann darf es auch mal so nach bisschen Laub so riechen, aber ey, so mit Siff und Grau Vorhang zu, das ist überhaupt gar nicht meins. Vergessen alles Schlechte und die Ziele und all die Kriege. Also Abschied, warme Welt und alles Liebe. Und Musik bedeutet für mich, ja, Musik machen. In dieser Kunstform das auszudrücken, was mich beschäftigt. Und als mein Vater 2016 von heute auf morgen gestorben ist, ich vorher diesen Motorradunfall hatte, da hat es dann so mal Klick gemacht irgendwie. Wann denn, wenn nicht jetzt? Wenn der Schatten fällt, dann mach mal drinnen Spiele. Doch egal, wie die Menschen und Dinge sich ändern, ist nicht schlimm, ist nur Wetter und bringt hier das Schiff nicht zum Kentern. Ich liebe halt auch Studios, was das hier so, diese Atmo, das ist immer so, das ist schön ruhig, das ist gedämpft, kein Lärm. So, ich bin echt lärmempfindlich und auch empfindlicher geworden, weil ich mit meinem Gehör arbeite. Also wir alle, die wir irgendwie in dieser Branche tätig sind, diese Konzentration. Und ich liebe diese Studioatmosphäre, diesen Geruch und so. Doch egal, wie die Menschen und Dinge sich ändern, ist nicht schlimm, ist nur Wetter und bringt hier das Schiff nicht zum Kentern. Wie auch immer die Menschen und Dinge sich ändern. Ist nur Winter, nur Wetter und nicht hier für immer November. War jetzt wichtig, das Ding einfach rauszubringen. Da ist es. Ende Allende. Ist nicht schlimm, ist nur Wetter und bringt hier das Schiff nicht zum Kentern. Wie auch immer die Menschen und Dinge sich ändern,
ist nur Winter, nur Wetter und nicht hier für immer November.